Wer denkt, junge Menschen würden nur noch vor dem Computer hocken, der irrt sich. Den frisch gebackenen Abiturienten Nisse Kremser zieht es so oft es geht raus in die Natur. Am liebsten in die Eberstädter Streuobstwiesen nahe Darmstadt. Das Fauna-Flora-Habitat ist auch etwas ganz Besonderes. Lebensraum für unzählige Arten, auch für seltene Vögel. Wir haben vor allem sich hier in Lebensraum gesucht, weil hier verschiedene Strukturen sind. Eine Streuobstwiese hat eine riesen Biodiversität, ist eine riesen Vielfalt von Insekten. Insekten sind halt lebensnotwendig als Futtermöglichkeit für den Wendehals, aber auch zum Beispiel für den Gartenrotschwanz. Und deswegen haben sie sich hier über mehrere Jahrzehnte immer besser im Bestand reguliert und kommen jetzt noch vor. Und damit sich die Vögel weiter ausbreiten und lange dort halten, hat Nisse Kremser ein Vogelschutzprojekt ins Leben gerufen. Brutmöglichkeiten sollen geschaffen und für jede Vogelart Nistkästen aufgehängt werden. Denn die natürlichen Nistmöglichkeiten in alten Bäumen werden immer weniger. Durch das Aufhängen der Nistkästen ist es halt möglich, wenn halt alte Bäume, die jetzt noch vorhanden sind, halt in den nächsten 10 Jahren immer mehr abbrechen durch die Hitze, durch Extremwetter, dass man dieses Loch füllt durch Nistkästen, das ist eine Übergangstechnologie für die Vögel. Und wenn dann halt neue Bäume, die dann irgendwann die Möglichkeit wieder für Nisthöhlen, für Naturhöhlen haben, dass man dann die Vögel wieder die Möglichkeit gibt, dass sie dort reingehen und die Nistkästen eigentlich nicht mehr brauchen. Die Begeisterung für die Natur, für Vögel hat der 20-Jährige schon lange. Ein Erlebnis hat ihn besonders geprägt. Ich habe tatsächlich mal beim NABU eine Exkursion mitgemacht im Ried und habe da einfach diese Begeisterung für die Vogelwelt gefasst und habe dann mit einem Ornithologen-Mentor, der mich immer wieder mitgenommen hat, einfach diese Vogelwelt näher bekommen und habe dann gedacht, komm, jetzt will ich auch selber in meinem Schutz aktiv werden und habe dann durch das Wissen, was ich mir aufgebaut habe, die verschiedenen Vogelarten immer mehr erfassen können. Und so hat er für sich entschieden, da will ich mich engagieren. Belohnt wird er durch Momente wie diese. Den scheuen Wiedehopf vor die Kamera zu bekommen und zu filmen, das schafft nicht jeder und das spornt an. Klar, dass der Abiturient Schutzgebietbetreuer für die Streuobstwiesen wird. Eine Arbeit, die er ehrenamtlich macht. Schutzgebietsbetreuer hat man die Aufgaben, zum Beispiel verschiedene Kartierungen zu machen. Das heißt Erfassung, dass man schaut, welche Vogelart wie noch vorhanden ist. Und das macht man auch über mehrere Jahre. Das heißt, man schaut seine Daten an, zum Beispiel ein Wendehals hat zum Beispiel 20 oder 30 Individuen hier. Das heißt vielleicht so 10 Bruten und ob sich das über die Jahre dann verändert, zum Beispiel weniger wird und man dadurch den Schutz verbessern muss, damit man die Art noch hier erhält. Nun wurde das Vogelschutzprojekt bei der Umweltlotterie genau ausgelost. Was mit dem Zusatzgewinn passieren soll, ist schnell erklärt. Mit dem Geld passiert jetzt, dass wir zum einen Nistkästen beschaffen, aber auch ganz wichtig ist der Schutz. Das heißt, dass die Nistkästen regelmäßig kontrolliert werden und dass man dann halt auch guckt, dass der Baum dann zum Beispiel keinen Schaden davon nimmt. Weil einfach nur Nistkästen aufhängen ist nicht das Wahre, sondern es kann nur funktionieren, wenn die halt auch gereinigt werden, wenn geschaut wird, ob der Baum nicht beschädigt wird. Also, das sind doch mal gute Nachrichten, dass so junge Menschen Natur- und Tierschutz im Blick haben.